Das Lungenemphysem entsteht durch Zerstörung der kleinen Lungenbläschen. Dies geschieht typischerweise durch inhalatives Zigarettenrauchen. Die kleinen Lungenbläschen werden zu großen Lungenemphysemblasen und können ihre Funktion des Gasaustausches in der Lunge nicht mehr gut erfüllen. Es bleibt zu viel Luft nach dem Ausatmen noch in der Lunge gefangen. Das führt trotz viel Luft zu Atemnot.